Und da sind wir zurück bei Far Cry 5, Folge 3 ist das jetzt dann, glaube ich. Wir wollen uns dieses Prepper-Lager vornehmen, das wir hier hinten gesehen haben. Wir waren eben in dieser kleinen Hütte und gehen jetzt zum Prepper-Lager, um uns da ordentlich zu bereichern, ganz klar. Aha. Hier ist schon mal, hier wäre Wasser am Start, was haben wir hier? Prepper-Notiz. Hey Mike, ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen. Und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen, also überlasse ich das dir, Garrett. Garrett ist, ne, dieser Dutch. Das verfolgen wir mal. Verfolgen wir das jetzt schon? Ah, das ist direkt neben uns. Direkt da unten. Wow, 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 wow. Da ist doch überhaupt... Okay. Hier ist ziemlich viel Wasser, das heißt, wir müssen hier die Geschichte abpumpen. Also es wird hier höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, weil, ja, Strom benötigt wird. Das können wir direkt hier unten erledigen. Ist hier irgendwo jemand? Niemand bewacht dieses Teil und... wir können direkt aufs Dach. Alles klar. Schön plündern. Wir müssen da unten rein. Ich nehme an, das ist schon der Schalter, an den wir dran müssen. Und die Haupttür wird höchstwahrscheinlich abgeschlossen sein. Das hier ist die ja. Ihr habt halt den Schlüssel nicht am Start. Okay, wir können einfach reinschwimmen. Alles klar. $22. Ja, nice, ja, nice. Wir sind reich. Hier gibt es auch Geld. Ja gut, wahrscheinlich gibt es auch hier ganz normale Shops, in denen man sich Zeug kaufen kann. Ich hoffe so, dass hier keine Alligatoren sind. Kurz umgucken. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Schnell rein. Schnell hoch. Ah. Da ist der Schalter. Was haben wir hier noch? Ach, der Schlüssel hängt drin. Sehr kluger Aufbewahrungsort. Ein Paddel? Jetzt können wir Leute paddeln. Ja, nice. Paddy-Pad. Direkt ein Riss reingeschlagen. So muss es sein. Nice. Ein Paddel, sehr schön. Das schmeißt er auch so krass. Okay, dann machen wir hier mal an. Oh. Das ist echt ultra laut. Ich nehme an, dass uns jetzt hier draußen einiges erwartet. Oder etwa... Etwa nicht. Hallo, Leute. Ich habe ein Paddel. Und ich werde es auch benutzen, wenn jemand am Start ist, der mich erschrecken will. Hier ist keiner. Okay. Alles klar, gut. Dann warum nicht? Wir gehen jetzt aber hier wie coole Leute da hoch. Ja, alte Leute wandern, wir gehen klettern. So. Und die... Oh, ist es schon an? Das Wasser fließt da schon. Nee, ist noch da. Krass, dieser Blende-Effekt. Ah, okay. Aber irgendwie wird das ja gar nicht mehr, liebe Spieleentwickler. Okay, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen krass, obwohl man das ja langsam ansteigen lassen könnte. Hier fließt es wahrscheinlich auch langsam ab, ne? Ja. So was ähnliches hätte man zumindest in gewissen Rillen machen können, aber läuft, läuft. Ich will nicht rumschniedelwursten, das passt schon. Da haben wir mal ein bisschen Cash. 250 direkt. Boah. Ich will dieses Rohr nicht haben. Das Paddel da. Das Paddel ist ultra sick. Verschluss. Oh. Yeah. Also wir haben einen versunkenen Schatz entdeckt und... Bogen. Okay, lass mich kurz abwägen. Was ist jetzt besser? Unser Gewehr oder ein Bogen? Ich glaube, ein Bogen ist viel sicker. Wir nehmen uns mal den ganzen Schotter, der hier drin ist und irgendwelche... Was ist das da drin? Herstellung. Stell dir mal so einen Sprengstoff im Waffenrad her. Halte Kugel gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Und dann kann man da auswählen. Läuft. Wähle dann mit der Maus. Rechtsklick gedrückt halten, um herzustellen. Okay. Lass das mal direkt machen. Nachdem wir hier alles geplündert haben. Wir haben hier kein richtiges Waffenrad. Aber ich nehme an, das ist auf den Konsolen. Dieses Rad. Das können wir nicht herstellen. Das können wir auch nicht herstellen. Das können wir auch nicht herstellen. Ah, das können wir herstellen. Ha! Und schon ist es passiert. Eben stand, also, ja, na, läuft, okay, passt. Wir können diese... Was war das? Hat er jetzt was fallen gelassen? Boah! Die Blende. Wir können die Sachen auch sicherlich einfach in der Hand halten, dann so ein bisschen. Um sie auszukochen. Ich meine, das stand da vorhin auch. Ist das jetzt fein, oder? Naja. Das ist eh eine andere Insel, oder? Ah, ne, es ist... Es gehört sicherlich noch zu der hier.
Aber wir wollten ja dann direkt hoch zum Sektenschrein, nachdem wir eben das hier unten erledigt haben. Und das machen wir jetzt auch. Ich markiere uns den. Und wir rennen da mal direkt hin. Schnurstracks. Auf und dahin. So, ich muss gucken. Ich habe vorhin... Muss ich eine Aufnahme doppelt machen, weil ich einfach knallhart am Übersteuern war. Also meine Voice hat sich hochgestellt. Oh. Da gucke ich jetzt manchmal drauf, aber es passt. Das sieht gut aus. Entchen? Hallo? Warum werden die nicht markiert? Muss ich näher ran? Könnte es sein? Oh, drei sogar. Das sind drei Leute. Haben wir da drüben? Ist es da drüben ein, was haben wir denn hier? Ein Kasten, der möglicherweise in die Luft fliegt. Haben wir hier irgendwie Steine oder sowas? Das ist Köder. Ich weiß noch, man konnte Steine werfen. Früher bei Far Cry. Einfach ein Stein. Oh, wie ungeschickt von mir. It's ya boy. Komm her. Wie, du hast mich jetzt entdeckt? Also als wenn er mich... Hallo? Ich war ultra versteckelt. Ja, nice, nice, nice. Wo ist die Leiche hin? Keine Ahnung. Hier wabert voll die Stinke rum. Kann man das jetzt einfach sprengen? Der Bogen scheinbar nicht. Wir holen uns mal die ganzen Pfeile noch zurück. Und plündern die Leute. Ach so, halt. Obwohl so ein Gewehr natürlich schon... Also wenn wirklich eine Vielzahl an Feinden auf uns zukommt... Wahrscheinlich schon irgendwie schicker wäre, oder? Was meint ihr? Naja. Ich würde das einfach anschießen, oder? Oh ja, sieht gut aus. Hallo? Geht das gleich von alleine hoch, oder muss ich jetzt hier noch was... Oh! Okay. Erledigt, Boys und Girls. Halt, hier können wir noch blündern. Ich hab gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Okay. Bam. Habe ich die jetzt angenommen? Ah, da vorne. Ist das jetzt eine von den erwähnten Missionen, die immer wieder auftauchen? Also ruft er mich da grundsätzlich an, was aber auch wahrscheinlich irgendwann abfuckt. Oder einfach nur eine... Wahrscheinlich ist es einfach nur noch... Es ist so eine Art Tutorial, nehme ich an, hier auf der gesamten Insel. Weil man da hier draufbleiben muss und sowas. Also er hat gesagt, wir müssen hier erstmal alles freiräumen. Ich denke, das ist... Lernerei. Wir müssen jemanden retten. Natürlich mit dem Bogen im Anschlag. Logisch. Oh, da wird jemand geprügelt. Okay, da ist noch eine Frau. Fräulein? Wo sind Sie, Mademoiselle? Ah, da. Sind das alle? Oh, sieht so aus. Okay. Heitatei. Und... Boah! Den Nacken. Befreie die Geisel. Ja, Moment, Geiselchen. Ich muss doch erstmal die Leute hier auseinandernehmen. Dynamit, what? Ne, die haben es verdient, hast du recht. Ich will ja kurz auf die Hände schalten, dass er nicht Angst bekommt, wie der andere letztens. Bitte hilf mir. Okay, hier. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Zum Glück warst du da. Ja. Hilft er? Ist er jetzt direkt mit am Start, oder was? Anheuern. Heure das Mitglied des Widerstands an, okay. Du hast die richtige Wahl getroffen. Okay. Was? Wir können einen Hund haben. Ein Bär. What the fuck? Und wir können sogar ein Kätzchen haben, Leute. Was ist denn hier los? Wir können die Peggy haben. Und die Schokolandra. Die Michelle. Der Earl. Und so weiter. Okay, das ist der Earl. Und so weiter und so fort. Das ist so namenloser. Und wo ist jetzt der von den wir jetzt haben? Hä, ist der? Achso, der zählt einfach als Kämpfer. Ey, das ist ja ultra nice. Hat er auch einen Namen? Hey, Deputy. Andrew. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Okay. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Klar. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Aber ich hab doch jetzt Andrew dabei. Andrew Smith. Follow me, dude. Andrew, komm mit, aber du musst deine Waffe immer bereit haben. Andrew. Jetzt geht's ab. Komm! Da unten, warte, Befehle. Bin dran. Ich kann den irgendwo hinbewegen oder halten, folgen.
Bin gleich hinter dir. Nice, Andrew. Follow me, dude. Andrew ist ja schon jemand, der sich ein bisschen auskennt auf der Insel. Praktisch ein Einheimischer. Ich bin ja noch recht frisch hier am Start. Andrew, was ist da vorne los? Erkläre mir bitte mal diesen Ort. Der ist richtig sneaky-beaky unterwegs. Nice. Aber Andrew, du putzt über die Nase. What the fuck, ey? Voll verschmierter Boy. Oh, warte. Okay, das haben wir eben ja schon, wir können ihn hin und her bewegen. Drücke G, um deine Hilfe auf Abruf zu befehlen, den anvisierten Gegner anzugreifen. Solange eine Hilfe auf Abruf nicht entdeckt wurde, versucht sie, unentdeckt zu bleiben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir müssen uns hier nämlich hinschleichen, erstmal. Da rechts ist auch noch ein... Feind gesichtet. Warte, willst du mich verarschen? Wir wollen schleichen, er... Shh, Feind gesichtet! Andrew, bitte! Sei ruhig, du Vogel. Wir müssen uns doch konzentrieren. Waren das jetzt echt alle? Halt, stopp, jetzt rede ich. Oh, so viele Leute. Okay, nee, da hinten kann ich nicht markieren. Das heißt, den legen wir mal zuallererst. Und weiter geht's. Das hat keiner gemerkt. Das merkt gar keiner. Alter, wie sie voll am Chillen sind. Und ich bin voll am Recken. Warte mal, ich kann die Luft nicht mehr anhalten jetzt. Deine schöne Scheiße. Oh, da ist noch einer. Das ist so nice mit dem Bogen. Ich hoffe, dass da hinten ist der letzte. Oh, jetzt ist er alarmiert. Jetzt rennt er rum. Schöne Scheiße. Oh, warte mal. Hä? Warum bin ich besoffen? Ach, da steht auch so Zeug rum. Ich stampf dich ein. Mach doch. Komm doch her. Mach doch, wenn du dich trauschst. Unterwegs. Deck mich. Ich stampf dich ein. Ja! Hilfe auf Abruf. Sehr schön. Wir können hier noch ordentlich plündern. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt. Die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Wo sind die anderen? Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Ich habe ihn ins Ohr geschossen. Gute Idee. Oh, wie unangenehm. Können wir was davon brauchen? Das ist eigentlich verboten, sowas. Sowas darf man eigentlich gar nicht. Jetzt ausschießen. Lächerlich. Okay. Warte mal. Fuck, hier steht auch diese Siffe rum. Da drüben ist ein Kreuz. Jawollo, Prollo. Finde ich jetzt ein bisschen unrealistisch, dass er sagt, die kommen jetzt erstmal nicht wieder. Weil gerade letztens sagt er noch, die sind einfach auf einmal da gewesen. Über Nacht. Also wird das... Es ist irgendwie unwahrscheinlich, dass sie dann jetzt auf einmal weg sind, nur weil wir sie einmal gefistet haben. Aber okay. Dem Spielfluss zuliebe werden wir das mal so dabei belassen. Was geht hier ab? Wenn ich tu doch was. Mensch! Irgendwas. Tu doch was. Du bist ein Engel. Ja. Vielen Dank. Einfach mal irgend so ein Knilch, den sie hier gefesselt haben. Jonathan? Bist du's? Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Hm. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Ja, Mensch, hey, was für eine Ranger-Station. Echt jetzt? Vielen Dank. Bitteschön, Brü. Damit treibt man keine Scherze, Kumpel. Ja, was soll man hier? Sektenschrein. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Für Edens... Gate. Nicht weit von hier habe ich meinen ersten Hirsch geschossen. Was labert er da draußen? Jonathan? Freaks? Andrew? Nicht weit von hier habe ich... Er ist immer noch nicht sauber. Er ist immer noch voller Schmutz. Ich bin wieder... Nein, Alter, wir werden hier komplett zugedröhnt. Was ist da los? Ich hab Geld genommen. Das gehört jetzt übrigens auch mir, gell? Mein Freund, das gehört jetzt alles mir, weil ich den Laden hier befreit habe. Auch wenn das vielleicht davor dein Haus war. Ja gut, mag sein. Aber jetzt ist es meins. Hast du noch mehr ums Haus stehen? Jetzt ist er auf einmal wieder drin und putzt. Ich beobachte dich. Könnte was zu trinken brauchen, aber selbst das kriegt man heutzutage nicht mehr. Der putzt da gemütlich vor sich hin. Gut, weitermachen. Ja, es ist heiß, ne? Ich sehe dich immer noch. Ich will ganz gut auf diese Insel gehen. Was ist denn da los? Da ist jemand. Das ist bestimmt ein Secret. Wir haben sofort Folge 3 Secret am Start. Läuft bei uns! Was ist das? Eine Wassermine?
Ist das so Wassermilch oder was ist das? Sieht so aus. Oder ein Ball? Wow. Hä? Missionsgebiet verlassen? Deputy, es bringt gar nichts, die Insel jetzt zu verlassen. Der Nebel ist derzeit wirklich undurchdringbar und du würdest nur draufgehen. Der Nebel verzieht sich sicher bald. Ah, das ist ja voll wie bei GTA. Sie können nicht in die andere Stadt fahren. Die Brücke ist gesperrt. Wir bauen da gerade irgendwas. Der Nebel. Guck mal, ja, man kann zwar rübergucken bis zum anderen Stück, aber der Nebel ist so krass, der fistet dich sofort. Ist in Ordnung. James Garrett Franco oder wie der heißt. Ich sollte später wohl nochmal Munition sammeln gehen. Okay. Ja, du solltest mal Munition sammeln gehen. Andrew Smith. Du bist wirklich ein ganz fauler Mitarbeiter. Du machst ja gar nicht richtig mit hier. Krieg ich von dem dann auch Munition? Bringt er mir Pfeile mit? Wer weiß. Bist du auf die andere Seite der Insel? Mehr oder weniger. Sektenschrein. Da ist auch noch ein Schrein auf der Insel, da drüben, wo ich vorhin noch gemeint habe, da können wir ja dann auch gleich hin. Aber die räumen wir gerade mal frei mit Andrew, ne? Wir haben ja jetzt Verstärkung dabei. Andrew, bist du noch da? Oh, Andrew, du bist doch langsam. Oh, wie er die Blumenblatt macht. Komm mit. Andrew, aber duck dich, Andrew. Da. Andrew, hier ist noch ein Schrein. Wie er voll vorrennt. Okay, Andrew, komm mit. Ich suche mir einen besseren Winkel. Andrew, nicht so laut, die hören uns doch. Andrew! Achtung, böse Jungs. Achtung, böse Jungens am Apparat. Shit, Andrew, der sieht uns die ganze Zeit. Soll ich dem direkt mal geben? Komm, dir gebe ich gleich mal eine mit, an dem Kerl. Er läuft davon. Oh, in Steiß, Beinchen. Oh, Andrew, die haben uns schon gesehen. Hat sich erledigt. Kannst ruhig draufholzen. Hey. Ja, schieß. Mach irgendwas. Andrew, mach du den Rest. Ich bin erstmal so weit hier. Du, oh, voll die Nüsse. Oh Gott. Andrew, machst du den fertig? Danke, ich schwimme rüber. Huh. Oh Gott. Körper ins ultraseichte Wasser. Warte mal, noch ein Peggy am Boden? Hast du geklatscht? Andrew, du Meisterschütze. Aber Andrew, das gehört mir. Die Beute gehört mir. Nur, dass das klar ist. Sind die echt down? Die sind down. Hier ist mein Pfeil. Dankeschön. Ha! Wo ist denn der, den ich gekillt habe? Sind die alle hier oben gestorben? Gut mitgedacht. Irgendwie schon. Nee, da war nur noch ein Dritter. Ich muss meinem Schutzengel danken. Ja, ne, Andrew? Ah, da hinten. Den hast du gekillt, ne? Sehr schön. Ist das eine Frau? Ist das eine Frau? Andrew, du hast eine Frau umgeschossen. Bist du verrückt? Was macht man doch nicht? Achso, ja, gut. Einfach kaputt schießen. Haben wir ja gelernt. Batsch. Und schon verlieren sie weiter an Einfluss. Ah, sowas liebe ich. So aufbauen, umbauen, kaputt machen, kaputt hauen. Es läuft. Richtig, richtig schön. Andrew, wir haben noch eine Aufgabe, die wir noch easy peasy innerhalb dieser Zeit durcharbeiten können. Nehme ich an, also. Ja. Ich habe übrigens die letzten beiden Folgen komplett unbeabsichtigt gleich lang gemacht. Ich habe noch zwischendrin gefragt, wie lange haben wir denn beim letzten Mal aufgenommen? Ich weiß es nicht, ich mache jetzt hier einfach Stopp und ich glaube, es war echt auf die Sekunde genau die gleiche Zeit. Also das ist schon Chapeau. Aber dieses Mal, ich weiß nicht, wie ich die Sachen überhaupt halten soll, also wie lange ich sie halten soll. Ich muss auf jeden Fall jetzt demnächst was essen, mein Magen knurrt schon. Und ja, Andrew, geh mal okay, dahin. Andrew, was ist da? Ist da was, Andrew? Nein? Gut. Kann losgehen. Okay, Andrew. Ist Gibri. Oh, shit. Warte, wir gucken voll gegen das Licht. Oh, Andrew, wir stehen hier nicht gut. Wir stehen hier überhaupt nicht gut. Ich sehe nichts. Krass. Diese Beleuchtungseffekte. Andrew, nicht so laut. Er schreit jetzt ins Mikrofon rein. Ich drücke vor. Warte doch jetzt. Ich muss mich doch erstmal hier fokussieren, Andrew. Und zwar, oh, wir gehen da hoch. Das ist ja genial. Sehe ich hier schon? Da ist jemand. Entdeckt. Wow. Kultisten voraus. Unten bleiben. Warte kurz, Andrew. Ich muss mich doch jetzt hier erstmal aufstellen, richtig. Da haben wir noch welche. Guck mal, da ist jemand. Da ist jemand. Ich natze jetzt einfach diese Frau und dann gucken wir mal, was alle machen. So, oh nein, die Frau ist hingefallen. Voll unglücklich. Oh, er duckt sich! Glücklichster Boy der Welt. Hör sofort auf diesen Herrn. Tötet die Gefangenen? Seid ihr dumm? Nein.
Hör auf, die Gefahr. Nein, die Gefangenen sind tot! No! Och Leute, das ist wirklich sehr unhöflich von euch, dass ihr die Gefangenen umbringt. Oh. Shit. Das gibt natürlich Abzüge in der B-Note, klar. Das hätte ich zuerst killen sollen, den an dem Gefangenen. Na gut, so schnell kann es gehen, ne? So schnell kann es gehen. Läuft. So, wo ist... Was sind die Leichen? Habt ihr die Leichen entfernt, oder was? Hallo? Scheiße, noch ein Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. Ja? In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Kannst du mal sehen. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Na sicher, Bro, mache ich. Aber wir haben eine kleine Problematik hier. Ich habe schon versucht, die Musik irgendwie aus... Ich habe schon versucht, Musik, weil vorhin auch diese Schallplatte angegangen ist, in den Optionen zu finden, aber die gibt es nicht, diese Optionen. Aber man kann ja auch einfach die Geräte kaputt schießen. Nicer, nicer. Wir haben eine Karte gefunden. Region um... Schnellreisen nicht verfügbar. Was haben wir jetzt aufgedeckt? Hä? Naja. Oh, ein Baseballschläger. Oh mein Gott. Das brauchen wir auf jeden Fall, dieses Schlägerchen. Dafür legen wir mal... Ah, die Schaufel ist halt auch der Hammer, ne? Wo haben wir die eigentlich her wieder? Wir legen das Paddel weg. Ne, wir haben noch niemanden gepaddelt. Wir müssen jemanden paddeln und auch jemanden erschlagen. Da ist er wieder. Hey, ich mach sogar die Waffe weg. Alles cool? Ich kann dir gar nicht genug danken. Bitteschön, bitteschön. Mon frère. Hey Lance, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Seeds haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messungen vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen. Ich weiß, sie sind irgendwie komisch und reden nicht viel. Aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest. Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Ha. Tja, ich sag's dir, wie gefährlich sie sind. Hm. Das fuchst mich ein bisschen, dass wir die Leute verloren haben, aber man kann auch nicht einfach laden, ne? Außenposten Meister, was ist denn das? Ja, du kannst... Nein. Ich bin zufrieden. Wir haben gerade mal ein oder zwei befreit und ich will sie wieder zurückstellen. Nicht mit mir. Kann man da rein? Ich bin ja auch Angestellter. Ah. Nah. Naja, wir gehen mal noch Richtung nächste Aufgabe. Dann gucken, was wir jetzt in dieser Folge noch gewurstet bekommen. Wobei ich die wirklich nicht mehr arg lange mache, weil ich ultra hungrig bin. Und ich will auch erstmal sehen, wie es überhaupt bei euch ankommt. Das ist jetzt maximal das Intro online. Ich konnte noch gar nichts sehen, also wie es ankam, wie es geklickt wurde, wie ihr so drauf seid und hin und her. Also Kommentare, Likes, pipapo. Ob ihr das überhaupt sehen wollt. Und darum werde ich jetzt dann auch gleich hier mal die Aufnahmesession beenden. Ich sollte später und wohl nochmal Munition sammeln gehen. Ja. Und hoffe dann, dass es bei euch irgendwie gut ankam, dass ihr sagt, boah, das musst du unbedingt machen. Mensch, hey, Büble, hau rein. Ha. Das ist also einfach offen. Kann man da rein? Verschlossen. Shit. Aber ich habe eine Waffe dabei. Um da einfach mal reinzubollern. Oh. Nein, Mist, da sind Dinger davor. Fuck, Dynamit. Ich habe Dynamit reingeschmissen. Andrew, warst du das? Die meisten von uns hatten nur die Waffen, mit denen wir aufgewachsen sind. Die guten Sachen haben wir den Peggys geklaut. Sag bloß, das ist jetzt offen irgendwie. Das wäre natürlich der Hammer, wenn ich es jetzt aufgesprengt hätte von innen. Oh shit, Mann, das war so bescheuert. Ich weiß gar nicht, warum ich aufs Mausrad gedrückt habe. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Zaun umgefallen. Schade, ist immer noch verschlossen. Es hätte jetzt ruhig aufgehen können, jetzt wo ich ein Dynamit verbraucht habe. Können wir eigentlich irgendwas herstellen? Ja, wir können das herstellen. Brauchen noch Nitro. Moitrave. Gehen wir halt mal denuffen, gucken, was wir machen. Kommst du hinterher, Andrew, eigentlich, oder bleibst du da unten? Oh Gott, ist das hoch. Oh, shit. Wie es rumdonnert. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst.
Ja, wie in vielen anderen Spielen. Ich habe es ja schon in einer anderen Folge erwähnt mit diesen Außenposten. Da gibt es immer diese Sachen, die man einnehmen muss. Da geht man auf den Turm und dann sichtet man irgendwie ein gewisses Stückchen der Map und hat dann halt da alles markiert. Das sollte vielleicht so eine dritte, vierte Wall-Durchbrechung sein. Wir machen das ja mal. So, wir sind voll. Ja! Yeah! Oh, wo kommt er denn jetzt her, Andrew? Pass auf! Hey, Deputy! Ich krieg jetzt ein starkes Signal rein. Das wackelt hier oben. Sieh mal auf deine Karte. Ich erklär dir, was ich so höre. Also ist es doch das, was ich... Schauen wir uns mal das große Ganze an. Oh! Schau aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Hope County ist in drei Regionen unterteilt. Geil. Im Norden sind die Whitetail Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitetail Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith. Aha. Ihr kleine Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ach gut. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Das ist ja so cool. Guck mal, wie groß... Also, ne, das hier war ja schon... Hier konnte man ja schon ein Stückchen laufen sogar. Hätte man auch fahren können. Und hier haben wir richtig, richtig, richtig viel zu tun. Um Jottas Willen da. Ich habe eben Redneck Creek gelesen. Was ist da? Lamb of God? Was? Höre ich da irgendwas? Hier, Grace, bei der Lamb of God Kirche. Ah. Die Peggys können wir einfach nicht in Ruhe lassen. Okay. Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte steht vor unserer Tür! Ich glaube, die wollen mein Flugzeug! Wir halten nicht mehr lange durch! Ist das cool? Die Peggys haben False End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Das sind praktisch diese Hauptaufträge. Man sieht ja, wenn man hier rausgeht, hier gibt es dann irgendwie 52 Aufträge. Außenposten, zerstörter Eigentum und rekrutierte Spezialisten. Hier sind auch nochmal 43 und da oben 41 und dann ultra viel Kram, den wir machen können. Richtig, richtig nice. Selbst hier unten fehlt noch was. In dem, Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid. Das sind die ganzen Leute, die wir mitnehmen können, also die wir finden können. Wir haben es ja schon im... hier drüben in diesem Teil gehabt. Ich glaube hier. Hilfe, ist jetzt halt... Ja, ich will doch nur... Ich wollte nur die Leute nochmal zeigen, verschisselt. Also hier sind die ganzen Spezialisten, die wir sammeln können. Das hier sind Story-Missionen. Da gibt es hier diese Nebenmissionen, Sektenaußenposten und so weiter und so fort. Okay. Was ist das hier jetzt nochmal? Das ist die Map, natürlich. Logisch. Charakteranpassung online. Live-Events. Arcade. Es ist jetzt also freigeschaltet. Das will ich euch dann nämlich auch mal zeigen. Hier die ganze Chose. Da werde ich dann erstmal hinschwenken, denke ich. Hier ist unser Inventar. Herausforderungen, Gesamtkills, schließe Herausforderung ab, okay, töte deine Gegner mit deiner bevorzugten Methode, feuerste Schüsse, mach, was funktioniert. Wurde das eben erst freigeschaltet? Kann das sein, dass wir es ab jetzt erst bekommen haben, weil sonst müsste hier schon irgendwas drinstehen, wir haben ja schon einige Leute gekillt. Gerettete Zivilisten, okay, perfekt. Das heißt, es hat noch gar nicht mit reingezählt in unsere Statistik, das, was wir gerade gemacht haben. Es war tatsächlich, so wie ich gesagt habe, so eine Art Tutorial. Es geht dann wohl jetzt erst richtig los. Hirsche häuten, Pronghorns, Wapitis und so weiter. Wir können hier auch auf Kirschnerei gehen und ultra reinkloppen. Das finde ich so cool. Welt? Was war da bei Welt gestanden? Welt. Gerettete Zivilisten, okay. Achso, wenn ich hier durchgehe, dann schaltet das euch alle durch? Nee. Nice. Vorteile. Wir haben... Kosten 1. Wir haben keine verfügbaren Punkte. Menschlicher Fisch. Du schwimmst schneller und kannst länger unter Wasser die Luft anhalten. Funktioniert auch in der Arcade. Ultra cool. Man kann so viel skillen und so viel machen. Wow. Leute, ich freue mich schon richtig auf die ganze Show. Also egal, ob ich es jetzt dann alleine weitermache oder eben hier auf YouTube zeige. Falls es auf YouTube dann kommt, wird es sich, wie gesagt, wahrscheinlich mit Fallout einfach abwechseln. Und ich denke, wenn ich bei Fallout ein bisschen Gas gebe, könnten wir dann die nächsten 100 Folgen. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber ja, könnte man da auch durch sein. Mal gucken.
Ich will jetzt ja gar nichts irgendwie vorzeitig durchziehen oder wie auch immer. Mal schauen, es ist erstmal wichtig, wie euch das überhaupt gefällt, diese ganze Sache. Wenn es euch gar nicht zusagt, dann brauche ich es auch nicht auf YouTube weiterzumachen, dann mache ich es einfach nur so für mich. Okay, gut, soweit, so gut. Der Nebel sollte sich bald lichten, dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Ja, ja, ja. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Und wie komme ich jetzt hier runter? The Spark. Oben rechts habe ich gerade ein Achievement freigeschaltet bei Uplay. Das hat mich direkt wieder abgefuckt, ne? Ich habe mir es über Steam geholt, installiere es und will spielen. Und da musst du dir einen Uplay-Account machen und dies und das und dann. Da hast du nicht gesehen, die Grafikkarte ist noch nicht aktuell. Ja, Mann! Scheiße! Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Howland Valley rein. Oh oh. Eine Übertragung von John. Oh shit. Das musst du sehen. Sehen? Hm. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Ha. Die Musik. Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ja. Ja! Yes. Der Ja-Sager. Oh oh, fuck. Ja. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekämpft. Eure Sünden. Und es wird euch eine Buße aufhängen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Oh oh. Willkommen bei Eden's Gate. Geil. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Okay. Jetzt hängt da unten die, die Dingen. Nun ja, ich rutsche doch runter und dann haben wir es erstmal geschafft. Jeehaw. Jungspund, ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Okay. Was geht denn jetzt ab? Wir sind eingesperrt. Bei der Jagd kannst du Häute und Köder sammeln. Rüste einen Köder über das Waffenrad aus. Drücke, um ihn zu werfen, damit wird ein Raubtier angelockt, das die nächste Beute angreift. Wenn du Tiere mit Nahkampfwaffen oder Pfeilen erlegst, erhältst du mehr Häute und Köder. Okay. Wir haben hier den... Oh, krass. Habe ich jetzt eben Nitro aufgehoben? Ja, war das Nitro? Mhm. Okay. Das hier ist scheinbar einfach nur... Ich mache hier mal wieder auf. Ich hoffe, das Ding geht wieder auf. Ja, sehr gut. Sogar sehr fix. Habe ich jetzt Köder auch direkt? Köder sind hier drüben. 3 von 3. Wir könnten sogar jagen gehen. Nice. Okay. Ja, also wie gesagt, ihr habt es ja jetzt mitbekommen, wie der Hase hier läuft. Und mal schauen, wie es euch so zusagt. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao, ciao.